Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Prophet am wundervollen Donnerstag. So, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben, wir waren hier Quest machen und sind in einem Dungeon reingeraten. Wir hatten hier noch ein großes Viech, unser Rucksack ist so wie immer voll. Ich bin zu geizig, mir den Rucksack zu erweitern, weil das kostet irgendwie 200 Kristalle. Und das ist mir zu teuer. Wenn ich hier raufklicke, will er 200 Kristalle haben. Nein. Vielleicht aber auch nicht. Was ich eher glaube, dass ich es nicht mache, kaufe ich mir irgendwann mal was, weil also selbst das große Viech, ja? Das, was Level Stufe 60 ist, hat's nicht geschafft, mich zu töten. Das Viech, was Stufe 58 ist, hat mich innerhalb von 2 Zügen getötet. Im letzten Dungeon. Wie funktioniert das? Kann mir das mal einer erklären? Habe ich irgendwas verpasst oder du kommst eh nicht weit. Alter, ist das ein Viech schon wieder. Alter. Jetzt werden die Dungeons aber echt ein bisschen. Ich muss ja noch was trinken. Jetzt werden die Dungeons hier aber auch. Ah! Lass mich weg, du Scheiß! Sah gefährlicher aus, als es war. Okay. Ich bin manchmal ein bisschen schreckhaft, ja. Aber der stand da oben und hat mich nicht angeguckt. Und dann war er auf einmal auf mir drauf. Kriegst halt auch einen Pfeil ab. Ist mir völlig egal. So, hier. Da machen wir, schicken wir die hin. Und einmal das. Palim palim. Ja. So, du kommst mit. Du kriegst den hier. Skeletto, du kriegst das. Der kriegt das und das. Ey, die Attacken sind geil mittlerweile. Du kriegst das. Ey, Schnuggi, du bist wieder da. Geil. Kriegen wir jetzt einen besseren Kampf, oder? Auch nicht. Naja, gut. Wenn er nicht will, ne? Ich zwinge ihn ja nicht, mit mir zu kämpfen. Warum zerfallen die immer dann, wenn ich meine Attacke gerade abfeuer? Ist doch scheiße. So, und du stirbst gleich. Ach, hier ist ja schon offen, kann ich gar schon durchgehen. Ach. So. This is the room. Okay. Da ist ein dickes Ding. Finde ich toll. Der wird mich jetzt bestimmt platt machen. Bestimmt. Oha. Oha. Hallo.
Hm. So. Kriegen wir aber. Gehe ich jetzt mal stark von aus, dass wir den irgendwie kriegen. Ich heile mich mal hier nebenbei. Booyah! Ah, ich muss auch da. Ich muss. Natürlich, ich muss ja da hingehen, wo. Bin ja auch bescheuert. So, das brauchen wir nicht. Dafür nehmen wir nämlich das Tagebuch. Schwerrüstung. Gucken wir gleich mal. Schwerrüstung. Drachensplitter können wir eh nehmen. Aber diese scheiß schwere Rüstungen, ne? Ah. Hätte doch mal einen Krieger nehmen sollen oder so. Plünderer Brief gehabt. Dieses. Achso. Dieses ist ein Quest-Element im Jahr. Okay. Werden wir es halt nicht weg. Gefährliche Forschungen. Ja, das da. Das brauchen wir da eh nicht. Hier, komm, gib mir den Ring. So, was hat er noch? Eiskristalltrainer. Die haben wir sowieso schon. Beschwörungskugel haben wir natürlich nicht. Die haben. Die gibst du mir mal. Und. Ja, zack, weg damit. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist im Inventar. Raus die Scheiße! Hau weg! So. Der war ja hier. Gucken wir mal, ob hier hinten noch irgendwas rumgaukelt, geistert. Hä? Warte mal. Achso, es geht noch weiter. Ah, es geht noch weiter. Gut. Geisterbeine müsste ich wahrscheinlich draußen gehen. Draußen verdorrte Skelette oder Skelett. Und 10. Dann können wir mal hier drinnen gucken, bevor wir rausgehen und wieder rein müssen. Was garantiert der Fall sein wird. Gebt mir mal die Kurzblick. Besiegt die Leichen auf dem Schlachtfeld der Toten und erbeutet von ihm für Eli Weiß 6 Geisterkristalle. Okay. Lebende Leichen. Lebende Leichen. Sammelt 10 verdorrtes Skelett vom Schlachtfeld der Toten. Okay. Das haben wir. Eine hässliche Narbe. Tötet Geister vom Dunnar-Tempel und erbeutet 6 Geisterbeine. Vor dem Dunnar-Tempel, okay. Also wir können hier auch rausgehen. Was, glaube ich, keinen Unterschied macht. So, wo müssen wir denn lang? Ja, nicht da lang, sondern wir müssen da lang. Juppa. Warte mal, kann ich hier nicht... Mach ich doch. Gab's mir doch schon beinahe gedacht, dass wir die, dass wir Quests haben. Und deswegen habe ich mir die vorher nicht durchgelesen. Das Schlimmste ist, bevor ich anfange aufzunehmen, stelle ich mir grundsätzlich was zu trinken hin. Was nie ausreicht. Kann ich mir auch 3 Gläser hinstellen mit trinken? Das reicht nicht. Und das ist meistens schon, wenn ich jetzt 2 Folgen Dragon's Prophet aufnehme, habe ich von den 2 Folgen fast schon in der ersten Folge das komplette Glas leer. Weiß auch nicht. Manchmal ist das echt
Sehr merkwürdig. Aber ich meine, ich will mich ja jetzt nicht beschweren. So. Ey, krass, Mann, Alter, ey. Ich habe ja keinen Platz mehr. Verdammt. Was ist denn das hier? Ja, komm, weg mit der Scheiße. Genauso wie... Was ist das denn hier? Raus damit. Und das hier raus. So. Ja, danke. Machen wir das Inventar weg. Yep. Ne, das, ich hope auch so viel, du. Du kannst aber Gift drauf nehmen, das ich hope, ey. So, jetzt müssen wir das Schlachtfeld der Toten. Achso, hier ist hier. Oh, schön. Mhm. Also hier unten sind Skelette und Geister. Mhm. Ey, yo, Pfeifen. Hier, komm, hier kriegst du mal ein bisschen Geschenke von mir. Und du kriegst das hier. Batz! Und das hat wieder nichts gesch... Zack, 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 zack. Und hier, und da noch ein. So, bam! Kriegst du... Eieieiei. Ob das gut geht, ich weiß es auch noch nicht. So, hier, da kriegen wir schon mal beide. Haben wir schon mal zwei. Oh, schön, 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 schön. Ich weiß, ich laber wieder viel zu viel, aber ist mir egal. Batz, hier, Rinder, Rin in your face, Digga. Ey, du kannst mir auch mal nächstes Mal was lassen, ne? Mein Gott. So, Skelette haben wir auch, ein Skelett. Skeletto. Hier, komm, du kriegst Überraschung und da auch nochmal eine. Batz. Und dann kriegst du noch zwei Monsterpfeile und dann ist gut. Dann gehst du schlafen. Geh da schlafen, geh da. Geistergebeine, oh yeah. Ja, krieg ich von denen irgendwas? Ich glaube nicht. So, hier kommen wir, nehmen die hier. Und zack, das Ding ruft da. Und hier, und dann kriegst du das noch. Und hier kriegst du, da komm, ich hau hier alle raus. Was raus muss, muss raus. Zack, boom. Hier, komm. Fertig. Hier, hier, hier. Und hier? Hier, hier, hier. Hier, da geht's weiter, da geht's weiter. Was willst du denn von mir? Hier kriegst du immer ein Geschenk, du. Ihr Schenk, du. Ah, ihr seid ja schon, achso. Hm. Ja, nehm ich auch. So, komm hier, zack, bumm, seid ihr beide. Jetzt ist Maria, so geht das hier. Warum hätte das im letzten Dungeon nicht aussehen können? Das wäre viel einfacher gewesen. Batz, und noch ins Ruff und da und hier und weg bist du. Ach, ja. So. Ich sag ja, im letzten Dungeon entweder scheiße programmiert oder ich hab irgendeinen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht. Nur so schnell wie ich momentan hier die Dinger platt mache und selbst im Dungeon die ganzen Bosse platt mache, ist ein Unterschied. Außer im letzten, da war, echt süß. Hier, wollt ihr das noch? So, und du kriegst noch. Sag mal! Noch nicht hier noch gelernt oder was? Hier, und dann noch einen. Und du kriegst den hier. Und du weißt nicht, wo ich bin, wa? So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Knochen brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Schlemmgene, hier den Drachensplitter nehmen wir mit. Schlemmsekret kommt bestimmt später. Verdorrtes Skelett, davon braucht man nämlich noch zwei. Das nehmen wir eine. Alter, ey! Ey, Alter!
Ey, Alter, das geht doch nicht, Alter, ey. Hallo, ja, warum habe ich die schwere Rüstung eigentlich drin? Der Scheiß da immer. Immer dieser Müll. Und komm hier noch ins Christo Ruf da. Und hier noch. Ich hab heute Ausverkauf. Was brauchst du? Was brauchst du jetzt auf der Nase, Christe? So. Na, geh doch. So, und ja, weil ich jetzt keinen Bock hab zu kämpfen, gibt's den Flugdrachen. Zack, satteln wir mal auf hier und ab geht Lützi. Wie ich sie mir gerade sehe, ist die Folge schon wieder vorbei. Können wir wenigstens noch die zwei Quests abgeben und dann geht's weiter. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ach hier, da müssen wir hin. So, Quest. Alter, ey, gib Quest, Alter. Hier, komm, gib Quest. Ja, gib Quest, sag ich doch. Kriegst du wieder hier Grüngift und Schleimessenz und Insekten, ja, zu will. Spring ab. So, Ellie. Danke. Ach. Beschafft Schädel des Generals und Wissensschädel. Ich wette, ich weiß wo. Im Dungeon. Ist doch wahr. Ist immer so. Ein Dunar-Geist. Geisterweiser und ein Schacksgeistergeneral müssen besiegt werden. Bringt die Schädel Bob Hansen Sonderhinweis. Für das Beenden dieser Quiz ist das öffentliche Event Phantomkrieg notwendig. Dabei sollten für den einen Schädel die eine Seite siegreich sein. Für den anderen die andere. Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Ehrlich gesagt, ich will's wirklich nicht wissen. So, und damit verabschiede ich mich aus dieser wundervollen, oh, geile Statue übrigens, warte mal. Habe ich einen kleinen Flugdrachen dabei? Ja. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber okay. Alter, hier kommen wir, ja, geil, 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 geil! Einfach nur geil! So. So, damit verabschieden wir uns aus dieser Donnerstagsfolge. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder. Hoffe ich. Mal, zumindest. Wenn ich es nicht wieder verplane. Jedenfalls, wir sehen uns nächste Woche Montag. Kommentiert fleißig. Gebt ein Däumchen, wenn euch das Video gefallen hat oder auch nicht. Und abonniert den Kanal, dann könnt ihr keine Videos verpassen. Bis Montag. Euer Schröti. Tschau.